Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Es erscheint ein neuer DLC für Hearts of Iron 4 und zwar genau morgen am 8. März. Der heißt Waking the Tiger. Und wie immer möchte ich euch mit mehreren Videos über die Veränderung informieren. Ich drösel das alles ein bisschen auseinander und zwar einmal in Patch-Inhalte, also Sachen, die kostenfrei sind, denn es kommt immer parallel zu einem DLC ein Patch und zu den DLC-Inhalten. Und wir fangen in diesem Video mit den Patch-Sachen an. Patch 1.5 Cornflakes verändert so einiges und ja, das will ich euch zeigen an einem reinen Fake-Spielstand, den ich hier mal mit 39 mit Deutschland begonnen habe. Ich glaube, das genügt, um die wesentlichen Dinge auszumachen. Als erstes eine wichtige Veränderung. Sie haben sowas wie den Ansatz einer Befehlskette eingeführt, ein lange gefordertes Thema. Und zwar haben sie jetzt, ich sag mal, zwischen den Theatern, die wir kennen, und den Armeen eine neue Stufe eingeführt, nämlich die Armeegruppe, die angeführt werden durch Feldmarschälle. So, wie funktioniert das? Man muss natürlich erstmal eine Armee haben, die wir jetzt mal irgendwie hier so beliebig erstellen werden. Weisen wir auch einen General zu. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man einer oder mehreren Armeen eine Armeegruppe zuordnen. Das mache ich mal ebenfalls. So geschieht das. Und diesen kann ich dann ja Feldmarschalle zuweisen. Ihr seht es, Gerd von Rundstedt, Günther von Kluge, Walter Model sind hier für das Deutsche Reich verfügbar. Man kann nicht unendlich viele Armeen einem Feldmarschall zuweisen, sondern das ist begrenzt. Ich glaube, das hat was mit der Fähigkeit zu tun. Hier ist die Kapazität auf 5 begrenzt. Es gibt ja auch eine Begrenzung der Generäle, wie viele Divisionen die führen können, aber das ist, glaube ich, ein Softcap. Hier ist das ein Hardcap. So sieht das aus, wenn ich jetzt nochmal eine weitere Armee erstelle. Stopp, nehmen wir mal hier oben. Und die in eine neue Armee bringe, weise ich auch nochmal einen General dazu. Dann kann ich mit Rechtsklick jetzt die dort zuweisen. Und ihr seht es, 2 von 5 gehören jetzt zu dieser Armeegruppe, zu diesem Marschall. So, das ist natürlich nicht nur irgendwie eine nette Spielerei, sondern das hat auch positive Auswirkung auf die Gefechtsbereitschaft, sage ich jetzt mal, der Armee, auf die Werte. Und zwar addieren sich gewissermaßen die Boni des Feldmarschalls mit den Boni der Generäle für die darunter sich befindenden Divisionen. Bei diesem ganzen Boni-System und Fähigkeitensystem gibt es ein paar Änderungen, die gucken wir uns an. Es gibt viel, viel weitergehende Änderungen im DLC, dazu kommen wir im anderen Video, aber ich zeige euch jetzt erstmal die Änderungen, die für den Patch, die mit dem Patch eingeführt werden. So, ihr seht das hier, es gibt, ich sag mal, ähnliche oder die üblichen Traits. Es gibt ein Level, aber dieses Level eines Generals hat jetzt keinen direkten Zusammenhang mehr mit Kampfmodifikatoren, sondern das wurde ein bisschen aufgesplittet. Ihr seht es in 4 Eigenschaften, die jeder General jetzt hat, nämlich eine Angriffsfähigkeit, eine Verteidigungsfähigkeit, eine Planungsfähigkeit und ja, so eine Art Nachschubfähigkeit mit entsprechenden Boni. Das heißt, es gibt durchaus schon anhand dieser Eigenschaften bestimmte Experten für was. Das kann man sich dann auch hier sortieren lassen und so weiter und so fort. Ja, und sowas ähnliches haben auch, oder das gleiche haben auch die Marschälle, die sehen wir ja hier. Nee, das sind sie nicht, das ist Quatsch, was erzähle ich gerade. Hier aber, Gerd von Rundstedt, der hat eben auch diese Boni und die werden dann den entsprechenden Armeen auch gut geschrieben. Es gibt da eine kleine Ausnahme, nämlich, ich weiß gar nicht, wie ich euch das zeigen kann, es gibt bestimmte Traits, genau, diese Traits der Feldmarschälle. Die wiederum werden nicht 1:1 weitergegeben an die Division, sondern nur die Hälfte dieser Effekte. Wenn ich es richtig verstanden habe, so soll das funktionieren, sodass also diese Spezialistensachen nicht so durchschlagen. Das ist ja auch nachvollziehbar, weil sie dann nicht mehr für die operativen Fragen dann so relevant sind. Okay, wichtig ist, dass es nun die Möglichkeit gibt, Battle Plans, also Schlachtpläne, sowohl für die einzelnen Armeen aufzustellen, seht ihr hier, Angriffspläne heißt es, oder es ist auch möglich, das insgesamt für die Armeegruppe zu machen. Oder sogar beides, also es gibt auch Kombinationsmöglichkeiten, also da ergibt sich dann eine neue Differenzierungsmöglichkeit und neue, ja, neue Optionen dafür.
So, dann sollte man noch erwähnen, dass sich die Skill-Level, dass sich die auch verbessern mit der Zeit, mit Erfahrung und so weiter. Ihr könnt natürlich auch Generäle zu Feldmarschallen befördern. Dazu braucht man Befehlsmacht, das ist ein neuer Wert, der eingeführt wird. Den kann ich jetzt gleich vielleicht an dieser Stelle schon erwähnen. Dieser Wert Befehlsmacht, der steigt ja durch einen anderen Wert, den ich noch erklären muss. Ist ein bisschen schwierig. Nehmt das erstmal so hin, dazu kommen wir gleich. Befehlsmacht ist also, ja, hat vor allem was damit zu tun mit Beförderung und mit bestimmten militärischen Operationen, die man zusätzlich ausführen darf. Allerdings möchte ich gleich mal sagen, wenn man nicht das DLC hat, dann ist diese Befehlsmacht-Sache doch sehr, sehr eingeschränkt nutzbar. Richtig Wirkung entfaltet das erst mit dem DLC. Dazu kommen wir gleich. Also eine Sache, wo ihr Befehlsmacht nutzt, ist eben das Befördern von Generälen zu Feldmarschallen. Ja, soweit so gut. Diese Skill-Level verbessern sich auch, hatte ich erläutert. Also das ist das eine Thema Befehlskette. Ich hätte mir gewünscht, dass es noch sowas gibt wie eine Entfernungs, ja, Begrenzung, dass man nicht jetzt mit einer Armeegruppe den ganzen Krieg bestreiten kann, wenn man das will, und fünf Armeen. Aber ich glaube, das haben sie nicht eingeführt. Zumindest habe ich das noch nirgendwo gesehen. Da haben sie wahrscheinlich keine vernünftige, praktikable Lösung gefunden. Gut, das ist das eine. Das zweite ist, es gibt noch eine fundamentale Veränderung. Es gibt den Wert der nationalen Einheiten nicht mehr. Warum? Den gibt es deshalb nicht, weil, ja, sie haben gesagt, für Spieler oder für Länder, die am Gewinn waren, war dieser Wert völlig irrelevant. Der hatte ja eigentlich nur eine Bedeutung, um irgendwie Länder zur Kapitulation zu zwingen. Und irrelevante Features für einen Großteil der Spielerlebnisse sind doofe Features, deswegen haben sie das verändert und haben daraus, und das will ich sagen, ein interessantes Konzept gemacht, nämlich das aufgeteilt in Stabilität und Kriegsunterstützung. Das ist eine sinnvolle Aufteilung, weil es kann durchaus sein, dass ein Land sehr stabil ist. Denken wir an die USA 1939 vielleicht, aber die Kriegsunterstützung dort extrem gering ist. Also das sind zwei unterschiedliche Sachen, die man bedenken muss. Man muss sagen, bei der Stabilität, der Durchschnittswert ist 50%. Wenn man über 50% ist, gibt es Boni. Ihr seht sie hier, Fabrikleistung, Schiffswerftleistung, wie viele Fabriken man für Konsumgüter braucht und Machtzuwachs. Wir sind jetzt hier gerade ja, nicht besonders viel über 50. Ein wesentlicher Faktor ist, wir sind im Krieg, wir haben den Krieg erklärt, minus 30% geht die Stabilität runter. Ein positiver Faktor ist, ihr seht es, die Beliebtheit der Regierungspartei. Diese Stabilität schützt im Übrigen auch vor Coups und so weiter. Betrifft dann auch KI-Länder, andere Länder. So, vielleicht fast noch ein bisschen wichtiger ist diese Kriegsunterstützung. Das hat erstmal gewissermaßen passive Effekte. Also ihr seht es hier, Mobilisierungsgeschwindigkeit. Dann ganz interessant, die Kampffähigkeit in Kerngebieten. Also bei hoher Kriegsunterstützung kämpft man nochmal deutlich besser in eigenen Kerngebieten. Und dann gibt es hier einen Multiplikator der täglichen Befehlsmacht, die man bekommt. Das ist das, was ich eben euch erläutert hatte. Also hier ist die Kriegsunterstützung von großer Bedeutung. Wichtig ist, ihr seht es, unsere Kriegsunterstützung ist gesunken, weil wir hier gerade in einem Angriffskrieg sind. Als Verteidiger bekommt man allerdings einen Bonus. Gerade bei Demokratien ist dieser Bonus wohl noch besonders höher. Insofern, ja, ist natürlich dann die Bereitschaft, das Land zu verteidigen, gerade in Demokratien, dann besonders stark, was dann entsprechend besondere Boni bekommt, was wiederum dann auch den Kampf in Kerngebieten ja, von Demokratien, wenn die Verteidiger sind, schwieriger macht. Was ich auch ein ganz gutes, nachvollziehbares Konzept finde. So, was davon auch noch abhängig ist, ist die Mobilisierungsgeschwindigkeit. Das habe ich eben mal so nebenbei gesagt, aber gar nicht erklärt. Das ist nämlich ebenso ein neues Konzept, was eingeführt wird, dieser Wert. Bisher war es ja so, dass wenn man diese Gesetze ändert zur Rekrutierung hier, dass man dann entsprechend sofort die Auswirkungen bei der Soldatenzahl hatte. Man hatte dann einfach die Manpower, auf die man zugreifen konnte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, sondern das wächst in einer bestimmten Geschwindigkeit an. Und diese Geschwindigkeit ist eben hier diese Mobilisierungsgeschwindigkeit und darauf wiederum hat die Kriegsunterstützung Einfluss. Gibt noch viele andere Sachen, die auf diese Mobilisierungsgeschwindigkeit
Auswirkungen haben. Das ist eine davon. Okay, wir sind hier schon bei einer sehr hohen Zahl an Rekrutierungen. Ich weiß gar nicht, ob wir das nochmal verändern können. Alle Erwachsenen könnten wir mal probieren, das einzuführen. Mal gucken, da hat sich jetzt nichts verändert. Ja, und wir sehen, wie viel jetzt zusätzlich pro Tag mobilisiert werden. Also hier ist was Neues dazu bekommen und das hat auch ein bisschen was mit dieser, genau, Mobilisierungsgeschwindigkeit plus 0,9%. Das sehen wir hier irgendwie umgesetzt. Also, so ist es. Das ist ein neues Konzept. So, dann noch eine interessante Sache, die die Kriegsunterstützung beeinflusst, ist der Luftkrieg. Nämlich, wenn man erfolgreich strategisch bombardiert, also die Industrien kaputt macht, die Städte teilweise kaputt macht, die Infrastruktur kaputt macht, dann reduziert sich massiv bei der Zivilbevölkerung die Kriegsunterstützung. Auch ein nachvollziehbares Konzept. Eine andere Sache ist zum Beispiel, wenn ein wichtiger Verbündeter aufgibt, wenn er kapituliert, dann reduziert sich auch bei uns die Kriegsbereitschaft. Andersrum wiederum, wenn ein wichtiger Verbündeter des Gegners kapituliert, steigt bei uns die Kriegsbereitschaft. Und es gibt dazu auch noch eine Menge von Events. Also ganz neues Konzept, aber ziemlich stimmig, wie ich finde. So, eine dritte ganz neue Sache, die eingeführt wurde, sind Entscheidungen. Da gibt es sozusagen auch so ein ganz neues Menü dafür. Und was sind Entscheidungen? Entscheidungen sind im Prinzip so etwas dynamischere Prozesse, die so zwischen Events, wo man ganz kurzfristig irgendwas Kurzes entscheiden muss, und zwischen dem Fokusbaum, den jede Fraktion hat. Das ist ja doch relativ langfristig immer. Man muss 70 Tage warten, bis das dann durchgesetzt ist. Also schnelle Anpassungen, freie Anpassungen kann man da nicht durchführen. Deswegen gibt es jetzt dieses Entscheidungsding. Die Basis dieses Systems ist Teil des Patches. Seht ihr ja hier auch. Da ist schon einiges möglich. Aber die historisch passenden Entscheidungen, da gibt es unglaublich viel, die sind Teil des DLCs und werden auch zukünftig Teil der DLC werden. Da vor allem der DLC hier in Asien spielt, kommt da einiges dazu, auch ganz neue Spielkonzepte über dieses System. Aber ich glaube, auch für Deutschland gibt es ein bisschen was. Hier seht ihr so Sachen, die, ich glaube, für alle in etwa möglich sind. Kriegsanleihen, Frauen in die Arbeiterschaft, antikommunistische Razzien, antidemokratische Razzien. Das sind also so ein bisschen generische Aktionen, die man halt unternehmen kann, unter Einsatz hier von, politischer Macht, genau. Und dann hat man halt bestimmte Boni für eine gewisse Zeit, ihr seht es hier, oder sofort, kurzfristig und so weiter und so fort. Da gibt es unterschiedliche Voraussetzungen. Himmler, das Feldkommando, übertragen, hier haben wir so auch mal ein für das Deutsche Reich passende Geschichte, Forderung der SS, dem man entweder nachkommen kann oder nicht. Kriegspropaganda, solche Geschichten. Also ihr seht, das ist sehr, 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 sehr vielfältiges Konzept. Ausländische Freiwillige, zum Beispiel hier, das könnte sogar eine Mission sein, denn das ist nämlich eine neue, ja genau, das ist nämlich ein neues Konzept, was hier auch mit eingefügt wird. Das ist so eine Art Entscheidung, also man hat ein bestimmtes Ziel, das man erreichen muss, und wenn man das erreicht hat, dann bekommt man einen Bonus. Da gibt es auch vielfältige Art. Aber das kennen wir schon so ein bisschen aus EU4 oder so. Das ist jetzt hier mit übernommen worden. Und es gibt noch was. Es gibt Krisen. Zum Beispiel bei geringer Stabilität oder bei geringer Kriegsunterstützung entwickeln sich Krisen, auf die man dann wiederum mit Entscheidungen oder Missionen reagieren kann. All das interagiert dann jetzt auch noch mit dem Fokusbaum, weil bestimmte Sachen hier im Fokusbaum dann auch bestimmte Entscheidungen wieder freischalten und so weiter. Also das ist ein sehr komplexes System, was da plötzlich eingearbeitet ist, was eine ganz neue Dimension eigentlich ermöglicht, Geschichten noch weiter zu erzählen und auszudifferenzieren. Es gibt bestimmte Entscheidungen, die dann auch noch mit Spezialprojekten zusammenhängen, also irgendwie große Bauprojekte, zum Beispiel für Frankreich, irgendwie Abbau der Maginot-Linie und oder sowas. Diese Sachen erscheinen dann sogar als Bauvorhaben hier extra. Also auch das hat sozusagen weitergehende Auswirkungen nochmal. Und das ganze Konzept geht noch weiter. Es gibt etwas, was wir auch aus EU4 kennen, formbare Nationen. Also Nationen, die es eigentlich nicht gibt, die völlig fiktiv sind. Naja, fast völlig, die es historisch irgendwann mal gegeben hat, die man unter bestimmten Voraussetzungen formen kann. Wenn man die
ja, das Land entsprechend besitzt. Für das Deutsche Reich ist das nicht relevant, aber es gibt zum Beispiel, um ein paar zu nennen, die Nordische Union, ganz Skandinavien, oder die Kalmarer Union, die man gründen kann. Das als Italien könnte man anfangen, oder auch als beliebig anderes Land, das Römische Reich wiederherzustellen oder sogar das Byzantinische Reich ist herstellbar. Also es geht sehr, sehr, sehr stark in Richtung alternative Geschichte. Da haben sie sehr genau aufgepasst, glaube ich, was in den Mods und sowas alles möglich ist. Ja, soweit dieses Thema Entscheidungen. So, dann gibt es ein paar weitere Sachen, oder was heißt ein paar? Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte angekommen, glaube ich. Beim Thema Krieg und Frieden hat sich viel verändert. Da gab es große Probleme, viele Bugs. Ihr werdet euch vielleicht erinnern an mein Let's Play, das ich sogar abbrechen musste deswegen. Also, früher war, also das große Problem war, wie werden Kriege zusammengeführt, wenn bestimmte Leute dazukommen, rausgehen und so weiter. Das führte dazu, dass man plötzlich mit Freunden im Krieg war, was völlig unklar war, warum. Das führte dazu, dass man aus dem Krieg ausgeschieden war, weil irgendwas anderes ist passiert ist und man konnte es nicht nachvollziehen. War echt sehr, 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 sehr unangenehm, die ganze Sache. Und das haben sie jetzt verändert. Ich zeige euch mal hier diesen neuen Kriegsbildschirm. Erstens dahingehend, dass im Prinzip, also der Code, der dahinter steht, der sieht jetzt im Prinzip jeden Krieg nur als Land gegen ein anderes Land. Also im Prinzip, wir als Deutsches Reich haben jetzt Krieg mit Polen, mit dem Vereinigten Königreich, mit Australien und so weiter und so fort. Mit jedem Einzelnen. Und das System fügt das jetzt aber sinnvoll zu Gruppen zusammen. Ihr seht es hier zum Beispiel, sind Achsenmächte und Alliierte aufgeführt. Würde jetzt die Kommentare noch dabei sein, würde die hier auch auftauchen als einzelne Gruppe. Aber faktisch ist man immer nur einzeln gegen ein Land im Krieg. Das erleichtert wohl vieles im Hintergrund und soll dazu führen, dass diese ganzen Probleme mit diesen Friedensschlüssen und so weiter nicht mehr auftreten. Wollen wir es hoffen? Das ist auf jeden Fall ein Riesenschritt und ein großes Problem gewesen. Ja, dann haben sie hier ein bisschen an diesem Interface was geschraubt. Es gibt hier Filter, wo man Sachen sich anzeigen kann oder nicht anzeigen kann, Länder, die dabei sind. Hier sieht man an den blauen Nationen, dass man die reinrufen kann. Man kann sie dann auch hier direkt reinrufen. Das Ganze ist gruppiert in Fraktionen, das habe ich euch schon gezeigt. Und was auch ganz nett ist, hier bei den Verlusten wird angezeigt, durch wen diese Verluste erfolgt sind. Das ist dann noch eine bessere Dokumentation des Ganzen. In dem Zusammenhang möchte ich euch zeigen, dass es auch eine neue diplomatische Aktion gibt. Man kann nämlich zum Beispiel jetzt hier einzelne Länder aus der eigenen Fraktion hinauswerfen. Geht in diesem Fall nicht, weil die gerade erst formal eingetreten sind, hier auch Italien. Aber darauf, ja, das kann man jetzt direkt beeinflussen als Fraktionsanführer. Und das hat natürlich wiederum auch Auswirkungen hier auf diese Kriegssituation, aber das scheint ja jetzt alles geregelt zu sein. So, dann haben sie die Fokusbäume verändert von Deutschland und Japan, auch im Patch. Im DLC geht das noch viel, viel weiter, dazu kommen wir später, aber im Patch ebenso. Sie haben ein bisschen was hier an dem Industriebereich gedreht, sie haben ein bisschen was beim Thema Rumänien und Ungarn gleichschalten gemacht und dass man davon mehr industriell profitiert. Das zusätzliche Forschungsteam ist hier früher verfügbar und so weiter. Es gibt, und das ist toll, wirklich jetzt einen demokratischen und einen kommunistischen Weg im Fokusbaum, aber das ist Teil des DLCs. Dazu kommen wir später. Dann gibt es noch eine neue, nee, die kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen. Es gab so einen neuen Nationalgeist, der ist jetzt verschwunden, weil ich im Krieg bin für Deutschland. Die MEFO-Wechsel, das waren im Prinzip so eine Art Pseudo-Kriegsanleihen, durfte offiziell gar nicht sein, wurde aber gemacht und das ist eine ganz interessante Dynamik, wenn man damit 36 beginnt. Da muss man alle 3 Monate entscheiden, hier kommen auch wieder die Entscheidungen ins Spiel, ob man die aufrechterhält. Dadurch braucht man weniger Industrie für die Zivilprodukte, aber es wird bei jeder Entscheidung nach allen 3 Monaten teurer, was die politische Macht betrifft, das aufrechtzuerhalten. Das ist ein ganz cooles Konzept. So, und dasselbe oder noch viel mehr haben sie beim Fokusbaum von Japan gemacht. Auch dort gibt es, glaube ich, fiktive Fokusbäume, aber auch bei dem Basisding haben sie richtig, richtig aufgeräumt und Neues gemacht. Also sie haben den komplett neu gestrickt, also komplett. Insofern ist das jetzt wohl eine viel interessantere Herausforderung, jetzt hier Japan zu spielen. Die erste wichtige Entscheidung ist, will man, sag ich mal, diese imperiale Fraktion, die Kodoa, unterstützen oder nicht. Das nicht zu tun ist der historische Weg. Das zu tun ist sozusagen diese Seite. Wichtig in dem Zusammenhang auch,
Japan ist nicht mehr Teil der Achse. Das bedeutet, warum nicht? Weil das eigentlich im Sinne dieser Allianz, wie sie hier von Hearts of Iron spieltechnisch betrieben wird, eigentlich ein zu enges Bündnis ist, historisch nicht ja, die tatsächliche Situation widerspiegelt. Deswegen haben sie das entschieden, rauszunehmen, Japan aus der Achse. Es gibt aber dennoch den Drei-Mächte-Pakt, der am Ende dazu führen kann, dass man ein richtiges Defensivbündnis hat. Das heißt, wenn eine der drei dann wirklich angegriffen wird und nicht selbst der Aggressor ist, dann kommt es zu einem echten Pakt, zu einem gemeinsamen Krieg. Anders, ansonsten ist das nicht der Fall. Das ist schon eine sehr, sehr wichtige Veränderung. Ja, dann, wo wir gerade bei Japan sind, auch das ist Teil des Patches, die Japan-KI gibt jetzt auf, wenn man zweimal eine Atombombe abgeworfen hat oder wenn sie alle Festlandsbesitzungen verloren haben hier auf China. Das war ja sonst immer das Problem, dass man mit denen so schwer Frieden schließen konnte, weil man erst hier die Hauptstadt erobern musste oder relevante Gebiete in Japan. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Dafür soll die ganze Kampagne Japans in China schwerer werden, länger dauern. Die Chinesen erhalten einen Kampfbonus gegen die Japaner. Den können wiederum die Japaner reduzieren durch bestimmte Entscheidungen. Auch hier kommt wieder die Entscheidung ins Spiel auf japanischer Seite. Aber nur wiederum auf Kosten der Weltspannung. Das heißt Thema USA, die früher in den Krieg eintreten. Das sind alles recht komplexe Entscheidungen, die da nötig sind. Ja, wenn man pro Kodoha hier agiert, will ich auch nochmal kurz drauf eingehen, dann ja, dann wählt man sozusagen den Weg gegen die Sowjetunion, also in Richtung des Nordens. Dann kann man sich halt mit den Kolonialmächten irgendwie friedlich einigen, damit man den Süden ruhig hat. Ja, alle weiteren Wege sind dann nur mit dem DLC verfügbar. Es gibt Veränderungen im Luftkampf. Da hatten sie ja schon beim letzten Patch einiges gemacht. Als erstes, was ein ziemlich nettes Feature ist, wir können Luftflotten direkt einzelnen Armeen zuordnen. Das macht man hier, wenn man die Luftflotte angeklickt hat, einfach über diesen Button. Und jetzt seht ihr das, die Armee ist jetzt hier zugeordnet. Und das heißt, immer wenn die Armee vorrückt, dann zieht die Luftflotte mit hinterher, nutzt freie, eroberte Flughäfen und stationiert sich dort neu. Also das erspart einiges an Micromanagement. Sehr, sehr praktisch. So, und es gibt ein neues Konzept, das nennt sich Bodencruise. Das will ich mal versuchen euch zu zeigen. Genau, hier sieht man es schon. Man kann mehr Bodenpersonal, also in diesen Kampfgebieten der Lufteinheiten. Dazu muss man jetzt Befehlsmacht ausgeben. Und wenn man das tut, dann bekommt man dort eine höhere Effizienz der Flugzeuge, der Luftstreitkräfte. Auch dafür kann man diese Befehlsmacht einsetzen. So, und dann gibt es, soweit erstmal zum Thema Luftkampf, dann gibt es ein neues Konzept, das nennt sich Akklimatisierung von Truppen. Ihr wisst ja, es gibt zwei besonders schwierige Terrains. Das einmal ist Hitze, Wüste und so weiter, extrem hohe Verschleißrate, 20%. Das andere ist Winter. Und an diese Sachen können sich Einheiten akklimatisieren. Das funktioniert einfach so, man schifft sie dorthin und dann dauert es eine Weile. Dann tickt so ein Counter hoch von 0 bis 100%. Und wenn man voll angepasst ist an das Klima, dann reduziert sich die Wirkung hier um die Hälfte. Dann hat man also nur noch eine Verschleißrate. Ach nee, hier sehen wir es. Verschleiß durch Hitze steht da plus 10%. Dann hat man am Ende nur 5%. Hier kommt durch die Wüste noch eine zusätzliche Verschleißrate hinzu. Ja, also es geht aber um die Hitze, nicht um die Wüste. Hitze und Winter. Strenger Winter oder so. Das sind die entscheidenden Faktoren, an die man sich anpassen kann. Dazu gibt es auch Technologien, die das noch unterstützen und bestimmte Traits von Generälen, also Winter, Krieger und solche Geschichten, wo dann die Anpassung schneller erfolgt. Dann gibt es eine Veränderung, die ich auch sehr, sehr gut finde. Und zwar, wenn wir uns mal die Armeeübersicht angucken, sehen wir das hier. Dann sehen wir, wie viel, also es gibt eine Begrenzung, wie viel Spezialeinheiten, Bataillone in einer Armee sein dürfen. Das hängt von der Gesamtgröße ab. Wir hier im Deutschen Reich gerade 61 Spezialeinheiten-Bataillone. Das sind also die Gebirgsjäger, die Fallschirmjäger und die Marines im Wesentlichen. Weil man tendierte ja dazu, so viel wie möglich Spezialeinheiten zu bauen. Am Ende besteht die ganze Armee nur aus Spezialeinheiten. Das soll dadurch verhindert werden. In dem Zusammenhang aber muss erwähnt werden, dass es dazu auch neue Technologien gibt. Gucken wir uns das kurz an bei der Infanterie hier unten.
Spezialeinheiten. Da kann man sich entscheiden, will man etwa, sag ich mal, noch bessere, schlagkräftige Spezialeinheiten haben oder will man diese Zahl der Spezialeinheiten erhöhen? Ja, und sie werden dann auch besser. Da geht es auch um Akklimatisierung zum Beispiel. Das ist ein wichtiges Thema, aber auch ihr Angriff oder Organisation wird besser bei den Spezialeinheiten. Also, Spezialeinheiten sollen auch spezial bleiben. So, dann haben sie sich ein Konzept ausgedacht, wie man historische Divisionsnamen einfach einfügen kann ins Spiel. Und zwar beim Divisionsdesigner kann man jetzt hier so ein Namensdesign sozusagen mitwählen. Und ihr seht es beim Deutschen Reich. Also hier Volksgrenadierdivision, Luftwaffensturmdivision, Fallschirmjägerdivision, halt mit der entsprechenden Zählung, Kavalleriedivision, Seelandedivision und so weiter und so fort. Diverse verschiedene Arten. Das ist jetzt allein die Infanterie gewesen. Der Clou ist dabei, wenn man jetzt eine Division verändert, wenn man das Design verändert oder so, oder sie umbaut, dann bleibt die Nummer allerdings erhalten. Sie bekommt dann einen anderen Namen, aber die Nummer bleibt erhalten. Und es wird auch divisionsübergreifend geachtet, dass die Nummern nicht doppelt vergeben werden. Also wenn ich jetzt eine Infanteriedivision motorisiert habe und eine Gebirgsdivision, dann heißt das nicht irgendwie die 10. Gebirgs und die 10. Infanterie, sondern das sind dann, die Nummerierung ist dann fortlaufend. Auf jeden Fall nicht doppelt. Ausnahme ist, wenn man manuell den Divisionsnamen verändert, dann wird das nicht angetastet durch das System. Eine weitere kleine Änderung betrifft dann nochmal die Technologie oder beziehungsweise vor allem die synthetischen Fabriken. Bisher war es so, dass man dann bei diesen Geschichten ja immer gleichzeitig Öl und Gummi hergestellt hat, auch wenn man nur eins brauchte. Das haben sie jetzt getrennt. Also das heißt, wenn man genug Gummi hat, aber Öl braucht, dann erforscht man eben nur diesen einen Teil. Dafür ist das auch effektiver geworden, einfacher. Man bekommt am Anfang, kann man gleich 3 pro Start bauen, synthetische Raffinerien und so weiter und so fort. Also hier ist also ein differenzierteres Vorgehen möglich. Wo wir bei diesem ganzen Thema sind, Ressourcenindustrie. Eine ganz wichtige Veränderung. Wenn ihr die Infrastruktur verbessert in einem Staat, dann erhöht sich auch der Ressourcenoutput, was schon jetzt eine krasse Veränderung ist. Das heißt, ihr seht es, für jede Infrastrukturänderung, glaube ich, um 10%. Ja, ungefähr. Müsste eigentlich so sein. Wobei, weiß ich nicht, warum hier 5 steht. Keine Ahnung. Aber so grob geschätzt. Vielleicht haben sie die Zahlen auch nochmal ein bisschen angepasst. Das ist insofern sehr wichtig, weil man jetzt auch strategisch eigene Regionen entwickeln kann. Das ist für das Deutsche Reich jetzt nicht so relevant, aber zum Beispiel für die Amerikaner hier auf den Philippinen oder für die Japaner, die bestimmte Inseln entwickeln können, um dort einfach mehr Rohstoffe rauszuholen über die Infrastruktur. Ihr habt es auch gesehen, die ganze Ansicht wurde auch verbessert. Man sieht hier auch die offenen Fabrikslots noch. Also das ist alles zugänglicher geworden. Wenn bei uns jetzt Infrastruktur zerstört werden, also wäre, dann würde man das hier auch auf der Ressourcenkarte sehen, beziehungsweise auf der, ja, hier müsste man das eigentlich sehen. Weiß man auch, wo man vielleicht reparieren muss und so weiter. Ja, und insgesamt wurde die Ressourcenverteilung nochmal deutlich angepasst an bestimmte Verhältnisse. Wurde also, ja, manche Länder wurden verstärkt, manche geschwächt. So, weiter geht's mit dem Thema Flotte. Auch da hat sich was getan. Flottenübersicht. Da wurde ein interessantes, ja, neue Anzeige hinzugefügt, nämlich man kann sich Marineverluste anzeigen lassen. Also hier hatten wir schon so ein paar Gefechte mit der britischen Marine, deswegen können wir uns die anzeigen lassen und das wird dann ein bisschen noch aufgedröselt nach interessante Schlachten nach Zeit. Und hier kann man jetzt zum Beispiel sehen, wir haben 8 Zerstörer verloren und diese 8, genau, und 8 Zerstörer des Gegners versenkt. So rum muss man es interpretieren. Wir haben einen leichten Kreuzer verloren und 4 leichte Kreuzer des Gegners versenkt. Ein U-Boot haben wir verloren und keins vom Gegner versenkt. Also da hat man noch eine bessere Übersicht über die Dinge. Ja, dann hier werden übrigens auch Konvoiverluste angezeigt. Das macht das Ganze auch noch interessanter und wichtiger. Im Übrigen die ganze Konvoi-Regelung, das Konvoi-System haben sie nochmal ein bisschen überarbeitet. Jetzt ist es so, dass wenn man abfängt,
dann fängt man nicht einzelne Routen ab, beziehungsweise man fängt ja sowieso nur in strategischen Zonen ab. Aber jetzt ist es so, dass dann sämtliche Routen, kann ich euch leider jetzt nicht zeigen, aber ich glaube, man kann es verstehen, dass sämtliche Routen, die durch so eine strategische Seezone gehen, dass die betroffen sind von diesem Abfang, dass also das nicht zufällig auf eine Route verteilt wird, wie das bisher war. Die Routen, wenn irgendwelche betroffen sind durch das Abfangen, werden die auch eingefärbt, orange oder rot. Dann sieht man selbst, wenn man Probleme da hat, wo man agieren muss. Und was ganz wichtig ist, U-Boote werden nicht mehr so schnell gefunden. Und dann gab es noch einen Trick, was Transportflotten betrifft. Man konnte gewissermaßen die KI oder den Gegner austricksen. Man konnte im Prinzip so eine Fake-Transportflotten erstmal losschicken. Die wurden angegriffen von der Flotte und dann konnte man die echte Transportflotte hinterher schicken, die dann einfach vorbeigefahren ist. Das geht nicht mehr. Die werden dann auch in diesen Kampf mit reingezogen. Also da kann man nicht mehr rumtricksen. Okay, zum Schluss ein paar Kleinigkeiten. Landlease, da kann man nicht mehr nur noch Ausrüstung verschicken. Eigene Ausrüstung, sondern auch Ausrüstung, die man ja gewonnen hat, indem man zum Beispiel ein Land besiegt hat. Im Rahmen der Kapitulation hat man die Ausrüstung bekommen. Die kann man jetzt auch per Landlease weitergeben. Das gibt allerdings keine XP mehr für einen selbst. Dann haben sie sehr viel an der KI wohlgemacht, nach eigenen Auskünften. Und zwar an zwei Sachen vor allem, nämlich die Garnisons-KI, also wo stellt die KI ihre Verteidigungstruppen hin. Oder auch wenn man diese Garnisons-Befehlssache da macht. Und das zweite ist, was noch deutlich wichtiger ist, die KI arbeitet jetzt über strategische Pläne. Das heißt, wenn Deutschland zum Beispiel demokratisch wird, dann agiert jetzt Frankreich notwendigerweise anders als vorher. Sonst ist die KI immer von einem faschistischen Deutschland ausgegangen. Jetzt ändert die da ihr Verhalten. Das ist etwas, was eigentlich schon im Vanilla-Game hätte da sein müssen. Gut, dass es jetzt endlich kommt. So, und jetzt noch ein paar Kleinigkeiten. Man kann jetzt mit Steuerung Gruppierung machen. Also ich sag mal Steuerung 1. Damit habe ich jetzt diese vier Divisionen zusammengefügt und komme sehr schnell als Shortcut dorthin. Ich glaube, man kann sogar Areale, ja genau, dadurch abspeichern. Also wenn ich jetzt 2 mache, komme ich dann, ich weiß gar nicht, wenn ich doppelt 2 mache, dann müsste ich jetzt da hinspringen. Klappt nicht. Soll theoretisch auch gehen, aber auf jeden Fall mit den Einheiten funktioniert es. So, dann haben wir im Produktionsinterface deutliche Verbesserung. Wir können diesen ganzen Kram einklappen, sodass es übersichtlicher ist. Und was richtig cool ist, man kann jetzt mit Drag und Drop diese Prioritäten verändern. Es gibt auch mehr Filter hier, das sollte auch erwähnt werden. Und wenn man jetzt hier Fabriken zuweist, gibt es jetzt hier mal 5 und mal 10 Ansichten. Auch das ganz praktisch. Und zu guter Letzt, es gibt neue Schwierigkeitsgrade, und zwar einen ganz einfachen und einen ganz schweren, der zugefügt wurde. Da werden aber einfach nur die Modifikatoren entsprechend verändert, die jetzt auch schon da sind. Das sind ja im Wesentlichen Forschungsgeschwindigkeit, Produktivitätseffizienz und ich glaube politischer Machtzuwachs. Und das ist jetzt nochmal erhöht bei dieser super schweren Schwierigkeit. Elite heißt die, die einfache heißt Zivilist. Okay, liebe Leute, das waren alle Infos zum DLC. So kompakt wie möglich, nicht zum DLC, entschuldigt, zum Patch, so kompakt wie möglich zusammengefasst. In 2 weiteren Videos, das werde ich ein bisschen auseinanderdröseln, reden wir dann morgen über den DLC und die Veränderungen, die kostenpflichtig sind. Also bis dann, macht's gut, euer Steinwallen.